Ja, hallo, liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. Schön, dass ihr wieder reinschaut zur nächsten Videofolge auf diesem Kanal und zur nächsten Bauphase, beziehungsweise nicht nur zur nächsten, sondern zu den nächsten 6 Bauphasen für unseren Optimus Prime. Genau, da wollen wir weiter bauen. Von Fernhome kommt der zu uns geflogen, wollte ich schon sagen, ja, per Post, ne? Ganz normal. Und ja, 6 Ausgaben sind da, bis von einschließlich Ausgabe 27 bis Ausgabe 32, so ist es richtig. 6 Ausgaben liegen vor mir und ich denke mal, die werden wir auch gut heute in diesem Video über die Bühne bekommen. Wo waren wir zuletzt? Wir haben uns mit den letzten Arbeiten erstmal vom ersten Bein beschäftigt. Das war die ersten Schritte beim letzten Mal und wir haben damit begonnen, das Becken zusammenzusetzen. Die ersten Elemente haben wir schon und ein paar weitere Teile noch in Vorbereitung gebracht und genau da soll es weitergehen. Viele weitere Elemente dafür wird es geben und wir werden mit dem Torso starten, beziehungsweise beides auch am Ende miteinander verbinden. Also die zentrale Struktur von unserem Optimus Prime, wenn man hier mal guckt, genau diese Struktur hier, die will langsam jetzt gebaut werden und darum soll es in diesen 6 Ausgaben gehen. Wenn ihr auch Interesse habt, den Optimus Prime zu bauen, dürft ihr gerne bei Fanhome einmal vorbeischauen. Den Link gibt es unten in der Videobeschreibung, wie gewohnt. Und dann könnt ihr euch den Optimus Prime auch bauen und bekommt dann die monatlichen Lieferungen per Post nach Hause. Und habt dann bei demnächst, also demnächst in längerer Zeit natürlich, aber im Laufe von ja, circa 1-2 Jahren, 2 Jahren wahrscheinlich, dann den Optimus Prime bei euch stehen. Gut. Jetzt wollen wir loslegen, oder? Ich bin dafür. Ausgabe 27 bis 32 für unseren Optimus Prime. Los geht's. Viel Spaß. Legen wir los mit den ersten 2 Ausgaben für heute, 27 und 28. Die Teile gibt es neu dazu, plus ein paar Schräubchen. IP, BM, WP. Das soll das Thema sein für die ersten 2 Ausgaben von heute. Wir starten mit dem Torso. Da gibt es das hintere Stück vom Torso als erstes. Das ist aus Plastik gefertigt. Andere Teile aber aus Metall und ein paar Supports auf jeden Fall. Okay. Da sollen wir uns diese beiden Elemente nehmen, euch näher ranholen, steht so in der Anleitung. Und hier vorne, nochmal drehen, hier mit draufsetzen. Da wollen wir natürlich gucken, was ist. Sind die markiert mit 1 und mit 2? Ja, gut, super. Super schwer zu erkennen. Hier haben wir auf jeden Fall 2 Zapfen dran. Ich denke mal, dass die Seite mit dem Loch drin nach innen zeigen muss. Das heißt, das wird mit Sicherheit nur hier hinkommen können. So, und das andere mit Sicherheit nur hier hinkommen können. Ja, das ist kein Problem. Und dann kommt dieses Armstück dazu. Pelvic Backplate Support. Okay, kommt hier einmal mit rein. Bisschen drücken. So, wird so angesetzt und verschraubt mit einer IP-Schraube. Keine Kunst, machen wir. Und versenken die Schraube hier drin. Sollte irgendwann kein Problem sein. Nö, war es auch nicht. Und damit ist die erste Ausgabe auch schon durch. Das war die 27. Weiter geht's mit der 28. Da geht es ja unter anderem an diese große Konstruktion. Genau. Aber zunächst brauchen wir erst einmal ein Stück vom Becken. Und zwar ist es dieses Element hier, was noch nicht so ganz nicht so weit verarbeitet wurde beim letzten Mal. Das brauchen wir. Und da kommt diese Platte mit hinzu, 28b Lower Fixed Connection. Okay, ein Verbindungselement, alles klar. Wird hier oben eingelegt, mit der flachen Seite jetzt hier nach vorne. So gehe ich ganz stark von aus, dass das so sitzen soll. Und dann kommt eine Halterung rüber, die das Ganze in Position hält. So aber nicht rum. Scheint dann auch noch eine andere Position zu geben. Genau, so passt das. Und wird mit 2 BM-Schrauben festgehalten. Natürlich gut, cool, wenn ich jetzt sehe, dass die Schrauben sich so lieb haben, dass man die sogar
im schwarzen Lack vereint hat. Auch schön. Aber geht trotzdem, wobei, ja, ein bisschen schwierig war es. Nehmen wir ein bisschen Öl dazu. Schaden kann es nicht. Dann gehen die Schrauben auf jeden Fall besser rein. Ja, haben wir dran. Okay, erster Schritt. Und dann kommt das Element dazu. Und da kommen diese beiden Halterungen zu. Die sind auch aus Plastik. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie rum das Ganze soll. Diese Seite soll die Seite mit den vier Löchern bekommen. Mal gucken, wie das zusammenkommen soll. Ja, hier so. Ah ja, hier kommt es rein. Und das Stück dagegen. Mal gucken, sind die wirklich identisch? Nee, hier haben wir zwei Zapfen. Okay, aber die Seite mit den beiden Zapfen soll die Seite auch mit den vier Löchern hier haben. Okay. Und da werden vier WP-Schrauben für benötigt, die wir da eindrehen wollen. Ja, Plastik geht allgemein ja ein bisschen besser. Auch wenn die jetzt vergleichsweise groß sind und man ein bisschen mehr schrauben muss. Da sieht man schon, das ist Metall auf jeden Fall. Das Element. Gibt gleich auch Gewicht dazu. Ja, schraubt man ein bisschen mehr rum. Nehmen wir einen anderen. Da kriegt man da ein bisschen mehr Schwung. Oder einfach so. Ne, da dreht sich keine Schraubendreher durch. Cool. Und wieder rettet der große Akagi-Schraubendreher das Tagesgeschäft. Da fehlt leider wirklich noch so ein Kopf hinten dran, der sich mitdreht, dann kann man das Ganze noch ein bisschen besser schrauben. Also bist du nicht ganz so flott unterwegs, aber klappt und bewegt sich auch, so soll es am Ende sein. Gut, das war alles für die Ausgabe, für die beiden Ausgaben, weiter geht's mit den nächsten. So, weiter geht's mit den nächsten zwei Folgen, 29 und 30. Ja, mit 29, da haben wir die 30, die Einzelteile dafür. Wir gehen weiter und zwar haben wir hier jetzt das 29D, das der zentrale Part des Torsos. Okay, und weitere kleine Klammern und Halterungen und so weiter. Ja, wir sollen hier ein bisschen was zusammenstecken und zwar diese Konstruktion. Die ist es nicht, die andere, die hier, soll zusammengesetzt werden mit einem von diesen Pins. Sind die gleich? Nö, sind sie nicht, aber ich vermute, dass das Ganze so, nee, andersrum, so soll das sein. Der soll hier rein gestopft werden, damit das so aussieht. Einmal und auf der anderen Seite genauso. Wenn man trifft, da haben wir dran. Okay, kein Problem. Dann brauchen wir diese Kugelverbindungen. Die sollen an die beiden Elemente vom Becken angesetzt werden. Und zwar an den Seiten hier kommen sie wohl mit dran. Das ist einmal dieses Stück. Ist auch abgeschrägt an einer Seite. Okay. Das heißt, es geht nur in einer Position rein, so, und wird verschraubt mit einer DM-Schraube. Alles klar. Dann schauen wir mal, wie wir kommen. Ja, das war kein Problem. Und das andere Stück haben wir gerade hier. Da machen wir das genauso mit der nächsten DM-Schraube. So, einsetzen, dass die Position greift. Ein bisschen Öl an die Schraube.
und Festrom. Gut, haben wir auch erledigt. Wunderbar. Ja, das war auch alles schon für die 29. Und dann geht's weiter mit der 30. Wo wir diese ganzen kleinen Teile bekommen. Mal gucken, wo wir die, wie wir die sortieren können. Und zwar brauchen wir erst einmal wieder dieses Stück vom Becken. Und da kommen jetzt, kommt jetzt Teil 30D hinzu. Das ist eins von den beiden. Ja, welches denn jetzt nun? Sind die irgendwie markiert? Nö. Kann man auch nicht so wirklich auseinanderhalten, die Klammern. Sollen auf jeden Fall hier eingesetzt werden, aber wie rum das Ganze soll, das ist eine sehr gute Frage. Das scheint nicht zu passen, vielleicht das andere Stück dann. Auch noch nicht so richtig. Gut, wir haben hier so einen kleineren Pin dran und hier einen größeren. Dann wird es der größere sein. Ach so, man soll dann eine MP-Schraube reinschrauben. Aha. So, alles klar. Im Vorfeld eine MP-Schraube soll man hier reinsetzen. Oh, die wehrt sich aber. Jetzt muss man da aufpassen, dass man nicht wegrutscht. So. Ja, das soll hier reingeschraubt werden und dann soll das hier, aha, hier eingehängt werden. Na ja, okay, so, so soll das sein, okay. Ja, habt ihr es gesehen? Ja, ne? Da sitzt mit drin. Und das andere Stück soll hier kommen, das soll aber hier somit eingesetzt werden und dann verschraubt werden mit der MP-Schraube. Na gut. Natürlich ein bisschen doof daran zu kommen. Aber geht. So, das sitzt sogar dann bombenfest. Okay. So, aber wir haben noch ein paar mehr Teilchen hier. Und zwar sollen wir hier dieses Element nehmen. Eins von den beiden hier drauf stecken, glaube ich. Wieder schwer zu erkennen wieder, welcher das sein soll. Ich tippe der hier. Kommt hier ran. Und das Gegenstück bestimmt auf der anderen Seite. Tippe ich mal stark drauf. Oder? Ach nee, das ist dann das Falsche. Beziehungsweise, ach, das andere Stück kommt dazu. Das wird jenes sein. Man muss wirklich genau gucken, wie das Ganze aussieht. Aber ich denke mal, dass das nur so zusammenpasst. Und die anderen dann auch. Eins hier hin. So. Und einmal das Gegenstück. So. So sitzt das doch ganz gut. Soll es auch so aussehen? Ja, sollen so aussehen. Okay. Dann soll diese beiden Konstruktionen jetzt am Torso-Element mit angesetzt werden. Okay. Und zwar einmal hier auf diesen Löchern. Einmal. Zweimal. Jo. Und darüber, hier in den Löchern, kommen jetzt diese beiden mit rein. Ja, das wird hier hinkommen. So. Und das kommt hier hin. Alles Steckverbindungen, keine Schrauben nötig. Das rastet so ein. Gut. Das waren auch 29 und die 30. Zwei haben wir noch, aber einer hat ein bisschen mehr Schraubarbeit. So, und die letzten beiden für heute, Ausgabe 31 und 32. In 31 ist ein bisschen mehr zu tun, deswegen legen wir doch da direkt los, beziehungsweise kommt einiges zusammen, so wie ich das sehe. Genau. Und zwar sollen wir uns erstmal ein Beckenteil nehmen, und zwar wo hier die obere Platte schon mit dran ist. Da kommt eine von diesen Scheiben mit dran, die sind auch identisch.
Dann nehmen wir uns eine davon. Die setzen wir ein. Hier haben wir so einen kleinen Stift oben dran. Das soll hier so mit angesetzt werden. So. Sehen wir schon, passt. Und dann kommt eine große Unterlegscheibe, eine kleine Unterlegscheibe und dieser Bolzen dazu. Natürlich toll, wenn man das jetzt alles übereinander legen soll. Und dann die Schraube durchjagen soll, kann man diese kleine auch erstmal über die Schraube setzen. Ja, das geht auch. Die große, die kann man hier wirklich gut in Position schieben. Blöde. So, nochmal probieren. Vielleicht klappt es ja jetzt mal. Ist alles sehr glatt, die ganzen Bauteile. So. Kann man einigermaßen gut festdrehen, aber ich glaube, so ein Imbusschlüssel, ich habe hier noch einen liegen, passt der zufällig? Ja, der passt sogar, ist nicht dabei übrigens, aber der hilft ungemein, das Ganze festzudrehen. So, haben wir dran, dasselbe nochmal jetzt auf der anderen Seite mit dem anderen Beckenteil. Kommt die Scheibe auch hier mit rein. So. Und wird mit dem gleichen Spiel verbunden. Auch hier haben wir einen Bolzen. Ich mache schon mal die kleine Unterlegscheibe drüber. Gucken, dass wir hier treffen. So. Ein bisschen mehr Schrauben, damit der Bolzen schon mal nah dran ist, und dann müssen wir halt ein bisschen nachziehen. Oh, halt rum. Hier haben wir natürlich noch ein bisschen Pins im Weg, aber so kriegen wir es trotzdem auch fest. So, das sitzt auch mit dran. So, und jetzt kommen beide Elemente zusammen. Beide Hälften. Dann machen wir das. So, klack, sitzen sie zusammen und werden jetzt verschraubt auf dieser Seite mit IM-Schrauben. Vier Stück an der Zahl. 1, 2, 3, 4. Mal gucken, wie gut wir durchkommen. Mal gucken, wo. Auf jeden Fall einmal hier außen. Ja, das geht gut. Schön blank das Ganze. Einmal hier oben. Zack, Nummer 2. Da, Nummer 3. Vieles Metall übrigens. An dem Becken hier. Und wo ist das vierte Loch? Hier ist es. Da. Kommt dann die vierte Schraube rein. Gut, dann sind die beiden Beckenhälften zusammengesetzt. Dann kommt der hintere Teil vom Torso dazu. Das ist jener. Der wird jetzt hier mit angesetzt. Und zwar auf den Pins. Hier kommt das Ganze so mit drauf. Zack. Und wird jetzt mit 4 IP-Schrauben verbunden. Okay, jetzt nimmt das Ganze, wie ihr sehen könnt, schön Form an. Wenn die vorbereitenden Arbeiten durch sind. Also schwierig würde ich die heutigen Bauphasen nicht bezeichnen. Die lassen sich gut von der Hand bauen, keine Probleme bis jetzt. Also alles gut. Teile passen gut, sehr gut zusammen. Alles kein Drama. Und noch eine vierte IP-Schraube. So, ja, es nimmt Form an, sehr schön.
legen wir eben zur Seite. Dann geht es weiter mit diesem vorderen Teil vom Torso. Da kommen zwei von diesen Spitzen rein. Da muss ich mal eben gucken, welche das sein sollen. Ich komme hier in die Löcher. Ich denke mal, das fügt sich hier der Form ganz gut an. Genau, dann wird das wahrscheinlich hier hinkommen. Und das drehen wir mal. Passt hier gut hin, also denke ich mal, sollte sich das der Form ergeben. Ja, und dann kommen diese beiden Rohre noch dazu. Die kommen hier hin. Die sehen aber wirklich sehr gleich aus. Wobei, ja, da wüsste ich tatsächlich keinen Unterschied. Es sei denn, die Löcher sind Millimeter größer bzw. kleiner. Das könnte tatsächlich sein. Der passt gut hier hin. Und der passt gut hier hin. Okay, haben wir auch dran. Alles klar. Dann kommt dieses Element jetzt hier mit, wenn wir selber gucken, genau, an den mittleren Teil mit ran. Das wird, denke ich mal, so hier dran gesteckt. Genau, so. Dann kommt als nächstes diese große Konstruktion mit dazu und wird hier auf diesen großen Pin in der Mitte aufgesetzt. Der geht hier durch das große Loch durch. Oha. Da müssen wir aber kräftig drücken, bis er komplett durch ist. Bis zum Ende halt. Boah. So. Und dann wird das Ganze auch nochmal verschraubt mit einer Unterlegscheibe, einer großen und einer kleinen, und einer mächtig großen VP-Schraube. Die ist riesig. Na gut, dann mache ich erst wieder die Unterlegscheibe hier rüber. So. Da kann ich gleich schon im Vorfeld einmal das Ganze ein bisschen vordrehen. Und zumindest alles in Position setzen. Dann versuchen nachzuschrauben. Und da kommt selbst mein großer Schraubendreher schon zum Ende, weil selbst der zu groß, zu klein ist. Die anderen würden erst recht nicht greifen, oder? Boah. Es geht, aber puh. Nee, da muss ich mal eben einen größeren Schraubendreher holen. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Teil sitzt mittlerweile mit drin. Das ist eine ziemlich große Schraube. Da muss man wirklich richtig fest durchschrauben, beziehungsweise die ist so dick. Da muss ich das einmal durchs Plastikgewinde oder das Plastikgewinde muss erstmal geschnitten werden. Also das dauert ein bisschen, aber hat am Ende funktioniert. Und jetzt kommen diese beiden Hälften, die wir haben, hier zusammen. Das Ganze ergibt jetzt eine große Konstruktion und rutscht auch wunderbar aneinander. Wow, sehr groß auf jeden Fall. Das kommt zusammen und wird dann noch von dieser Seite mit 6 KP-Schrauben ebenfalls noch zusammengebracht. Da sehen wir, es bewegt sich einiges. Jetzt bin ich gerade überlegen, wieso die... Achso, die bewegen sich. Ist auch cool. Na gut, okay, muss ja, vielleicht, eventuell. So, und hier wird dann noch verschraubt. Einmal. Ich mach mal hier unten weiter. Zweimal. Andere Seite. Dreimal.
A4. Und zwei kommen noch. Da, Nummer 5. Und die Nummer 6. Wo ist sie? Da kommt sie hin. So, damit haben wir den Torso mit dran. Oder zumindest die Teile für den Torso. Sehr schön. Das ist übrigens das vordere Element. Gut, das war die Ausgabe 31. Und eine haben wir noch, die Ausgabe 32. Da kommen noch ein paar Verkleidungselemente jetzt mit ran. Und zwar auf dieser Seite. Nicht auf dieser Seite, nämlich soll eine erste 32E dieses Stück mit ran, und zwar hier. Ich denke mal, der Form halber wird das dahin kommen. Dann kommt ein etwas längeres Stück, dieses, kommt in diese drei Löcher oder vier Löcher mit rein, okay. Ja, haben wir dran. 32F, 32G. Jetzt sind wieder diese Rohre hier. Keine Ahnung, wie man die auseinanderhalten soll. Die sehen für mich exakt gleich aus. Ja, die sehen für mich wirklich exakt gleich aus. Sollen aber irgendwie hier hinten mit rein. Sind die Löcher hier vielleicht ein bisschen? Ich glaube, der ist könnte ein Ticken kleiner sein. Dann könnte sein, dass der hier hinkommt. Oder auch nicht. Na gut, der passt da ein bisschen besser hin. Soll ein bisschen aufwärts gehen? Ist das richtig? Nö. Nicht. Okay, dann wird es doch der falsche sein. Dann wird der hier hinkommen. Na komm. Die wollen nicht. Die haben zu wollen. So, die sollen nämlich nach unten zeigen. So, einmal. Zweimal. So, jetzt haben wir die auch dran. Dann kommt, ah ja, diese Scheibe, die wir letztens noch nicht gebraucht haben, kommt jetzt zum Einsatz. Mal eben richtig drehen. Die wird jetzt hier rüber gesetzt. Das passt noch nicht ganz so, wie es sein soll. Jetzt aber. Jo, haben wir auch. Dann diese beiden als nächstes. Die kommen jetzt auf die hintere Seite. Hier in diese Löcher mit rein. Da kommt dieses. Mal eben gucken, wie rum das muss. Ein bisschen Tüftelkram. Also so. Dann wird es dieses sein. Kommt das hier? Ah ja, das kommt hier hin. Ein bisschen puzzeln. Puzzeln für Fortgeschrittene. So. Kommt das damit ran? Und ah ja, okay. Jetzt haben wir noch hier zwei von diesen Stäben. Ja, okay, sollen wir auch mit benutzen. Mal gucken, welche das sein sollen. Okay, der einmal. Die sollen jetzt hier auf diese Pins drauf geklemmt werden, ist das richtig? Ja. Komm, steht hier Ken. Nee, andersrum wieder. So, einmal. Zweimal. Bleiben ja noch locker, okay. Aber nur vorne.
Hier wahrscheinlich die anderen beiden, aber sollen noch nicht eingesetzt werden, anscheinend. Nö, noch nicht, okay. Und dann haben wir noch diese beiden Elemente übrig. Da kommt zuerst diese Abdeckung hier ran. Genau so. Und da drauf nochmal diese Platte. Und das ist dann der letzte Schritt für diese heutige Folge. Indem auch diese. Aber das kann man auch schon vorher offen reindrücken. Geht vielleicht ein bisschen besser. So. Und dann das Ganze nochmal rein. Das klappt doch auch. Wunderbar. Gut. Die beiden sollen wir zur Seite legen. Noch. Genauso wie die Platten, die wir letztes Mal noch gehabt haben. Die kommen noch nicht zum Einsatz. Aber so hat sich der Torso mit dem Becken doch, wie ihr sehen könnt, sehr gut entwickelt. Also, ja, cool. Das hält ja wunderbar hier, merke ich schon. Fällt leicht raus. Also vorsichtig bei der Arbeit. Gerade weil das hintere Element ist, das ist das Ergebnis von Ausgabe 27 bis 32. Schon sehr cool geworden. Ja, die Ausgaben 27 bis 32 sind fertig und wir haben einiges geschafft heute. Der Torso ist mit dem Becken verbunden worden. Also hat sich einiges, wie ihr sehen könnt, zusammengebracht. Also sehr cool. Können wir erstmal zur Seite legen, bis die nächsten Teile kommen. In ein paar Wochen auf jeden Fall. So wird es dann weitergehen. Die nächsten 6 Ausgaben werden dann kommen. Das sind dann die 33 bis 39, richtig? Müsste eigentlich sein. Die kommen dann als nächstes 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, bis 38. So, jetzt habe ich es. Und ja, wie es dann weitergeht, schauen wir mal, weil, ne, wie gewohnt, Vorschau ist nicht drin. Ich tippe mal, weil hier natürlich noch ganz, ganz, ganz viele Öffnungen sind und so weiter, dass wir an der Konstruktion noch weiterbauen, das vielleicht auch dann bald irgendwie mit dem Bein verbinden werden, vielleicht. Ja, mal gucken. Mal gucken, was als nächstes kommt in den nächsten 6 Folgen für unseren Optimus Prime. Das werden wir dann ja sehen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, Daumen nach oben da lassen, würde mich sehr freuen. Kanal-Abo da lassen, würde mich auch sehr freuen. Und dann bekommt ihr direkt Nachricht, wenn neue Videos auf diesem Kanal online gehen. Bis zum nächsten Video, egal von welchem Projekt hier auf diesem Kanal. Euch allen noch ein paar schöne Tage. Lasst es euch gut gehen. Viel Spaß beim Weiterbauen eurer Projekte natürlich. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.